liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir Maklube. Das ist ein, eine sagen, das ist türkisches Gericht, die anderen sagen, das ist irakisch-arabisches Gericht. Ich sage, das ist osmanisches, orientalisches Gericht. Und uns ist das egal, das schmeckt einfach lecker. Ganz genau. Jeder kann es bezeichnen, wie er will. Gönne ich auch jeden. Ich habe das bisschen noch an unseren Geschmack etwas angepasst. Eine sagen ja, andere nicht. Egal. Wie immer genau, Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. Mengenangaben habe ich ja gesagt, aber wir haben noch nicht gesagt, was wir dazu brauchen. ich habe hier Hühnerschlegel ohne Knochen, ohne Haut. Ihr könnt nehmen beliebig, wie ihr möchtet. Gewürze, Salz, Pfeffer, Kurkuma. Gemüse habe ich hier Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel, Karotten, Auberginen, Reis und Öl zum Anbraten. Wir bereiten uns einmal, den Reis habe ich ja schon vorgespült oder vorgewaschen, je nachdem. Den lasse ich jetzt abtropfen, den stellen wir zur Seite und den Reis schmeißen wir nicht weg. Fleisch frittieren wir, Gewürze brauchen wir. Wir bereiten unser Gemüse vor. Ich schneide jetzt das Ganze, die Karotten, das ist so mein Lifehack. Ich schneide es dünn und lege als Boden an, als Schutz vor Verbrennungen. Und dadurch die Karotten einen schönen, feinen, süßen Geschmack noch abgibt, gibt es dann so einen leichten Pfiff dazu. Ich habe dich erwischt. Das Gleiche schneiden wir auch die Kartoffeln in gleichmäßige Scheiben. Schaut, dass sie nicht zu dünn sind. Müsst ihr auch nicht ziemlich dick machen. In dem hier passt es optimal. Werden auch ziemlich schnell zubereitet. Wenn man zu dünn macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie einfach zerkocht wird. Und dass wir ein Püree drin haben. Und bei den Zwiebeln machen wir gleich große Ringe. So, den Aubergine. Ihr könnt sie in Scheiben schneiden, ihr könnt sie auch in Streifen schneiden. Optisch wäre schön, wenn man sie in Streifen schneidet. Dann können wir das schön, aber das zeige ich euch gleich. Was hast du gesagt, Schatz? Was sieht man da? Da sieht man gleich hier, siehst du, wie schnell er abfließt. Wenn es schnell abfließt, ist es schon warm. Und wenn hier ein bisschen zähflüssig ist, ist es noch nicht warm. Das heißt, hier haben wir die meiste Hitze. Hier hinten. Da, wo nichts zum Sehen ist vom Öl, meinst du, oder? Nein. Siehst du, da ist ein dicker Film und hier schon gleich die Streifen. Da sieht man genau, da ist die Hitze drauf. Und wirst gleich sehen, wie schnell hier gleich auch runterläuft. Das war der Rauch. Also Leute, die Frau hat wie immer nichts gecheckt. Schau. Siehst du, wie das Öl anhaftet? Ah, ja. Siehst du jetzt? Ja. Und das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel das Öl so, oder wenn das Öl so runterläuft, bedeutet, dass es ziemlich heiß ist. Oder die Pfanne, Wok, Kasan wird warm. Ich bin froh, dass ich ganz weit weg von dir stehe, Schatz. Sicher? Ja, mit diesem ganzen Rauch finde ich das nicht so prickelnd in den Augen. Glaube ich dir. Aber dafür schmeckt das Essen besser. Ja. Ah, okay. Du meinst, weil man wegen dem Rauch. Okay. Ja, das stimmt. Hör auf zu essen, weil haben wir keine Karotten mehr. Soll ich dir geben, Max? Nein. Du? Ich bin nur neidisch. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Und wir haben schon Mittag. So, wir frittieren, ob wir das Gemüse mit dem Gemüse anfangen oder mit dem Fleisch. Ich empfehle mit dem Gemüse, da ist der ganze Geschmack in dem Fleisch drin. Wirklich nur leicht anbraten. Musst du schon rausholen? Ja. Oder noch nicht? Da endlich schon. Na, dann hol raus. Darf ich? Ja. Bitte. Wir möchten sehen, wie du das machst. Sehr schön. Wow, das sieht jetzt schon lecker aus. Oh mein Gott. Und man merkt, wie viel Zucker tatsächlich in den Karotten drin sind. Das karamellisiert richtig schön.
Und das gleiche machen wir mit der Kartoffel auch genauso. Immer ein bisschen wenig, damit das Öl nicht an der Hitze verliert. Die Kartoffel braten wir etwas schärfer an, damit sie eine leichte Kruste hinbekommen. So soll's ausschauen, genauso. Das Ganze oder die ganze Kartoffeln braten wir genauso an. Wie ihr gemerkt habt, das ist alles noch ungewürzt. Das würzen wir später, damit der Saft in dem Essen bleibt. Und das gleiche machen wir auch mit der Zwiebel. Aufpassen, weil die dann zerfällt in Ringen, trotzdem leicht schnell anbraten. Wie das lecker riecht. Nicht schön, Schatz? Ja, tatsächlich. Und jetzt machen wir mit den Auberginenstreifen genauso. Machen wir ein, zwei Stück, wirklich leicht, nur dass sie leicht angebraten sind. Jetzt muss man bestimmt auch einen Tuch drauflegen, Kälzebertuch, wenn man nicht so arg fettig essen möchte. Ich habe jetzt noch etwas Öl hinzugefügt und wir braten das Hähnchen und nicht den Hasen, wie vorher meine Frau gefragt hat. Ist das ein Hase? Das Ganze braten wir, bis es eine schöne, leichte, goldene Farbe hat. Nachdem wir das Fleisch goldbraun anfrittiert haben oder angebraten haben, schneiden wir das in Streifen. Da es ja auch noch nicht ungewürzt ist, schon fast komplett durch ist, machen wir bloß in solche Streifen. Sieht, passt. Ist noch nicht komplett durch, das ist okay. Und das gleich. Und das machen wir mit ganzem Fleisch. Genau, das Ganze machen wir mit dem ganzen Fleisch. Und jetzt, was machen wir jetzt? Das Ganze würzen wir jetzt einmal mit Pfeffer. Salzen wir. Okay. Und noch etwas Kurkuma. Fügen wir auch gleich zum Fleisch hinzu. Aber man soll immer noch nach Geschmack wahrscheinlich reinfügen, oder? Ja. Je nachdem, wie gerne man das... Wie intensiv man das mag. Wie man verträgt. Genau. Und das Ganze vermischen wir, damit es gleichmäßig von ganzen Gewürzen umschlossen wird. Was machen wir jetzt? Ich habe ein Problem. Einer hat gerade sehr viel Karotten bei mir stibitzt, aber sehr viel. Die waren einfach zu lecker, Leute. Echt. Das schmeckt so gut. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt mir das ausreicht oder nicht. Bestimmt, bestimmt. So, jetzt kommen wir zum Befüllen. Ich lege jetzt die paar Karotten unten drunter aus, als Schutz. Einfach so eine Nebenschicht, so nebeneinander. Nachdem wir den Boden geschützt haben, legen wir die Wände aus. Und das machen wir mit der Aubergine. Und was schützt du den Boden? Wenn es zum Beispiel, wenn es zu hohe Hitze ist und du rechtzeitig nicht siehst oder nicht merkst, dass die Hitze zu hoch ist und das Wasser verdampft ist, dann brennt es ja gleich an. Und wenn die Karotten jetzt etwas anbrennen und unten drunter sind, Schutz, und die können auch locker im Topf drin bleiben, übt sich oder verteilt sich nicht auf das Essen zu. Ist das kalt? Nachdem wir die Wände ausgelegt haben, legen wir jetzt oben auf die Karotten, legen wir unseren Kartoffel aus. Kartoffeln legen wir aus. Nachdem wir die Kartoffelschicht ausgelegt haben, würzen wir etwas nach. Und pfeffern etwas nach. Nach der Kartoffelschicht legen wir unsere Zwiebel aus.
nur ein Teil von den Zwiebeln. Dann kommt die Fleischschicht hinzu. Also du hast jetzt ganzes Fleisch reingetan? Ich habe jetzt ein ganzes Fleisch. Bei mir wird es heute richtig fleischreich sein. Richtig fleischig. Dann kommen die restlichen Zwiebeln. Und die Karotten. Karotten legt man jetzt oben drauf. Ich lasse jetzt auch noch was für meinen Kameramann, Kamerafrau übrig, damit sie noch naschen kann, weil sonst wird sie nicht mehr aushalten können von dem ganzen Aroma. Das ist aber nett von dir. Vielen ich bin nicht Dank. Nett, ich bin sehr lieb, mein Schatz. Oh, okay. So. Das würzen wir noch einmal leicht ab. Nach der Karottenschicht fügen wir unseren Reis hinzu. Den verteilen wir einfach oben drüber als Schicht. Sieht, unten war, oben war ja schon trocken und unten noch nass. So lassen wir. Jetzt fügen wir noch etwas Kurkuma hinzu. Nachdem wir den Kurkuma fügt wirklich nach dem Geschmack, wie euch es gefällt. Wenn es nach meiner Frau gehen würde, würde fast der ganze Behälter reintun. Wenn es nach mir gehen würde, etwas weniger machen. Da müssen wir uns einig werden. Ich vermische den Kurkuma, damit der Reis auch wirklich schön gleichmäßig gelb ist. Ihr könnt Jasminreis, Basmati nehmen nach eurem Geschmack. Ich mag den Jasminreis mehr wie den Basmati. In dem Originalrezept nehmen sie meistens Basmati. Was machen wir jetzt? Ich schließe jetzt einfach, nicht schließe, sondern winde das einfach kurz so um. Der Reis wird ja größer und dehnt sich wieder aus. Das Ganze fügen wir jetzt noch Wasser hinzu. Und sobald fängt dann das Wasser zu köcheln, schmecken wir nochmal ab, ob wir noch Salz nachfügen müssen oder nicht. Das muss leicht, sagen wir so, das Wasser muss leicht versalzen sein, weil der Reis nimmt sich den Anteil von Salz, Öl und von dem ganzen Geschmack. Die ganze Knolle kommt jetzt bei uns hier rein. Das Ganze fügen wir noch das Wasser hinzu. Jetzt wird langsam kalt. Wirklich? Und dunkel. Es kommt Dunkelwolk. So, ungefähr so soll es bedeckt, leicht wirklich bedeckt sein. Am besten guckt ihr, wenn ihr jetzt einen Reis habt, dass einfach die doppelte Menge an Wasser hinzufügt. Wenn ihr zum Beispiel einfach einen Behälter nehmt oder Tasse, Schale, den Reis tun. Und wenn ihr jetzt reingetan habt, genauso viel, zwei von diesen Behältern, fügt ihr das Wasser hinzu. Und das Ganze kommt jetzt auf den Ofen. Das Ganze kommt jetzt auf den Ofen. Warten, bis es leicht Wasser erhitzt ist. Schmecken wir ab, ob man noch eventuell Salz nachfügen. Und das Ganze decken wir einfach ab. Ich habe jetzt hier fast kein Holz mehr. Es wird nur auf den Briketts und auf der Kohle zubereitet, weil es muss garen und nicht kochen. So, das Wasser hat jetzt bei uns angefangen zu köcheln. Schmecken wir mal kurz ab. Ich hätte gesagt, noch nachgesalzen. Was sagst du? Ich weiß nicht. Muss man pusten? Nein. Also, für mich ist das normales Salz. Und deswegen sollte man nachsalzen. Okay. Weil die Brühe muss leicht versalzen sein, weil der Reis nimmt sich sehr viel Salz weg und dann ist das ganze Gericht ungesalzen. Deine Schwiegermama will immer Salz haben. Ja, bei meiner Schwiegermama ist halt Reis zu salzen sehr schwer. Er nimmt nur bloß einen bestimmten Anteil. Alles andere wird dann ein bisschen versalzen sein. So, nachdem das angefangen hat zu köcheln, das Ganze, nachdem wir gesalzen haben, abgeschmeckt haben, decken wir das zu für ungefähr 20 Minuten. Dann kontrollieren wir nochmal nach, wie viel an Flüssigkeit wir drin haben. Gleichzeitig reduzieren wir
unsere Hitze komplett. Da brennt ja noch etwas, ein bisschen, aber wir schließen es einfach jetzt ab. Jetzt noch gleich rausbrennt. Und warten 20 Minuten. So. Mein Lieblingswort, so. So, so. Geht uns beiden so. Mal kurz auf. Schauen wir mal. Was? Ja, sehe ich. War ein bisschen zu lang drin. Ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und klappt mit dem Umdrehen. Passen so an. Also Leute, drückt uns mal die Daumen. Schatz, bist du richtig abgesichert? Nein, bin ich nicht, aber ich mache es ziemlich zügig, hoffentlich. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Puh. Also. Es steht. Es steht und wir haben nicht zu viel Flüssigkeit. Das ist passt. Schon mal gut, gell? Jetzt muss man kurz gucken, ob wir das anheben können. Und? Leider nicht, Schatz. Egal. Aber. Mhm. Ja, das kommt davon, weil das ein bisschen angebrannt ist, gell? Ja, das war ein bisschen zu lang drin. Oh, das riecht aber lecker. Aber das macht den Geschmacklich ja hoffentlich nichts aus. Das macht nichts, man kann trotzdem Aubergine nochmal oben drauf legen. Mhm. Mm. Lecker. Verdammt lecker. Ja. Siehst du, das ist das, was ich gemeint habe, das mit dem Karotten. Mhm. Sind sie jetzt unten angehaftet und wir haben doch eine schöne Form. Okay, die Aubergine sind mir jetzt auch etwas geblieben, aber das macht nichts. Manche sind da. Manche sind da, manche nicht. Zwiebel, Fleisch, Karotten, perfekt alles. Es muss noch schmecken, dazu kommt jetzt noch ein Salat, ein Joghurt und Bon Appetit. So Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Rezept, schreibt sie, stellt's, wer schnellstmöglich beantworten. Ansonsten lasst mir einen Daumen hoch, vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.